Ja, Ken Duken, wir sind hier heute Abend auf dem Berliner Produzentenfest. Warum ist denn das was Besonderes, sowas wie das Klassentreffen der deutschen TV-Branche? Und auf wen freuen Sie sich besonders heute Abend? Ja, also generell sind so Feste wirklich Klassentreffen. Also man arbeitet beim Film immer sehr intensiv mit Leuten sehr eng zusammen, die einem sehr ans Herz wachsen. Dann wird man so auseinandergerissen und irgendwann sieht man sich. Man wird eigentlich niemand an diesem Abend gerecht, weil man so viele Leute hat, die man kennt und mit denen man auch wirklich Zeit verbracht hat. Ich meine, es sind jetzt mittlerweile bei mir 20 Jahre in der Branche und man hat so einiges Wasser die Spree entlang fließen sehen. Aber es sind tolle Momente. Man steht dann da und ich erwarte eigentlich nichts mehr. Also ich bin generell ein Mensch ohne Erwartungshaltung. Ich bin nie auf so Veranstaltungen gegangen und dachte, ich kriege hier einen Job oder sonst irgendwas. Heute habe ich eine Mission. Jeder Einzelne ist potenzielles Kinopublikum für meinen Film. Ich werde jeden Einzelnen persönlich überzeugen davon, morgen ein Ticket zu kaufen und uns zu unterstützen. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur einen schönen Abend. Hast du jetzt eigentlich durch dein Regiedebüt bei Berlin Falling Blut geleckt und willst noch öfter Regie führen? Blut geleckt habe ich vor 13, 14 Jahren, weil ich inszeniere seit 13, 14 Jahren viele so kleinere Sachen, Musikvideos, Clips, Werbung, Kurzfilme, immer wieder. Das war so meine Filmhochschule. Da habe ich viel über Technik gelernt, als mit der Produktionsfirma, die ich mit meinem Partner Norbert Kneißl habe, viel auch so kleinere Sachen produziert und der Film von der anderen Seite sehr früh sehr intensiv kennengelernt. Und es war eigentlich jetzt nicht so eine Laune, dass ich gesagt habe, ich mache mal Regie, sondern es war eigentlich immer mein Wunsch und es bot sich also über lange Zeit nicht an. Die Projekte, die ich machen wollte, habe ich nicht finanziert bekommen und andersrum. Projekte, die ich hätte finanziert bekommen, wollte ich nicht machen, weil ich glaube, ich bin als Regisseur noch fast kompromissloser als Schauspieler, weil man wirklich für dieses Projekt steht. Und ich wusste auch bei Berlin Falling, es wird das letzte Mal sein, dass ich einen Film wirklich zu 100% so machen kann, wie ich ihn machen will. Besonders wie wir ihn jetzt auf die Beine gestellt haben und mit dieser tollen Unterstützung von Sky, die uns auch sehr frei haben kreativ walten lassen. Und ja, war eine tolle Erfahrung, tolles Team, tolle Zeit, hört sich so nach Floskeln an, aber war einfach so. Ich habe bei IMDb heute nachgeschaut, deine nächsten spruchreifen Projekte sind ein Film namens A Rose in the Winter. Und worum geht's denn dabei? Also der nächste Film, der jetzt sogar noch kommt ins Kino, ist am 14. September nach Berlin Falling. Der kommt ja morgen für 3 Tage, 13. bis 15. Juli. Lion Woman kommt am 14. September in die Kinos. Ein ganz toller Film. Das spiele ich in Ex-Mann, das ist ein Cameo-Auftritt, ein Gastauftritt. Rose in Winter haben wir gerade abgedreht in Budapest mit Franco Nero, Sanna Marjanovic und vielen anderen tollen Schauspielern. Und Vittorio Storaro hat Kamera gemacht, ganz toller Kameramann. Ennio Morricone hat Musik gemacht. Also es war auch eine schöne, tolle, interessante Zusammenarbeit von europäischen Filmemachern. Story? Es geht um Edith Stein. Es ist eine Frau, die von Johannes Paul II. Ist sie erst, wie ist die Reihenfolge, ist erst heilig und dann selig gesprochen, selig und dann heilig gesprochen worden. Wie geht's weiter mit Tempel? Tempel ist durch. Also wir haben uns ja entschieden, Tempel nicht in also weitere Staffel zu gehen. Das ist eine Entscheidung vom ZDF Neo, die ich natürlich respektiere. Was würdest du eigentlich sagen, wenn man dir die Rolle des Tatort-Cops anbieten würde? Lust? Denn ich habe ja mehrfach, also nicht einmal, sondern in den 20 Jahren bin ich einige Male in Kontakt gekommen mit irgendwelchen Pitches für irgendwelche Tatort-Kommissare und wie gesagt, ich finde das Format toll, es hat seine Berechtigung und Gerd Fröbe bis Klaus Kinski, alle waren im Tatort und auch jetzt spielen ganz tolle Schauspieler die Tatortkommissare. Für mich persönlich, deswegen bin ich damals auch Nachtschicht raus, sind Serienformate dann spannend, wie sie im Moment erzählt werden. Das ist aber nur mein persönlicher Geschmack und ich weiß, ich würde nie sagen, aber im Moment sehe ich mich darin nicht und wenn ich im Tatort spiele, dann wahrscheinlich eher auf der anderen Seite. Das finde ich im Moment spannender für mich. Das war Ken Duken und dem wünschen wir toi 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 für den morgigen Start von Berlin Falling. Dankeschön. Ciao. Danke dir.